Na, wollte mal beim Zottel gucken, ne? Haben ja gesagt, Weihnachtsvideo, sage ich schon. Ein D-Max-Video gibt's auch noch. Gerade ein paar Pommes geholt. Guck mal bei den Faulen vom Team. Bei den Faulen vom Team, die heute nichts tun. Da gucken wir mal gerade. Haben sie schön versteckt hier hinter. Hey, wollt ihr denn nichts tun oder was? Kommt ihr an hier, Olaf. Nur Unsinnigkeit hier im Kopf. Geh mal zu den Leuten, die arbeiten. Ja, mach das mal. Geh mal zu den Leuten, die arbeiten. Ne? Immer die gleichen Leute hier auf dem Platz, jedes Jahr. Woanders länger als bei uns. Ja, Markus, kann ja mal rüberschwenken. Ich glaube, ist ganz gut angelaufen worden. Ja. Wir haben alle Spaß und Wetter spielt mit, ganz wichtig, was der Sonntag bringt, müssen wir mal schauen, der kann natürlich den ganzen Schnitt wieder nach unten drücken, wenn wir Dauerregen haben, aber momentan ist im Wolfhagen die Katastrophe ja immer an uns vorbeigegangen. Also denken wir mal optimistisch, ein bisschen regnen kann es ja ruhig, weil es ist sehr, sehr heiß heute. Ich habe seit einem halben Jahr mal endlich mal wieder geduscht. Ich denke, du musst duschen, es ist einfach zu warm. Ne? Ja, der Markus wollte halt mal jetzt so ein kurzes Interview aufnehmen, aber er wird ein schönes Video zusammenstellen mit Umzugsbildern und so weiter und so fort von unserem Wolfhager Viehmarkt. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Ein Tag bleibt uns noch und dann ist das alles wieder Geschichte. Aber nächstes Jahr, wir haben schon wieder neue Ideen. Und ich möchte euch bitten, einfach Kommentare zu geben, was wir besser machen können. Das ist mir ganz wichtig, oder ob es euch so gefallen hat. Weil wir gehen gerne auf eure Wünsche ein. Weil wir sind die Gastgeber für euch. Und wir wollen, dass ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr schon viel Geld ausgeben müsst, dass es auch passt. So, und dann würde ich erstmal sagen, Markus, dann einen schönen Schnitt. Du lässt dir bestimmt was einfallen. Das ist ein tolles Video werden. Und wir sehen uns demnächst wieder im Pub natürlich, ne? Zum Bingo! Okay, danke.
Thank you.